Wolfsgefüllte Hühnerbrust und Keule. Benötigte Zutaten für 4 Portionen sind einerseits einmal ein großes Huhn, Salz, Majoran, Pfeffer und Paprikapulver. Die Zutaten für die Fülle sind 3 Semmeln, 2 Eier, etwas Petersil, Zwiebel, Majoran, Muskatnuss, Salz, Pfeffer und Butter bzw. Öl. Das Herrichten bzw. Auslösen von Huhn. Wir beginnen einmal mit dem Bischof oder Bürschel. Den schneiden wir ab und das ist das einzige Ding, was wir wegschmeißen. Dann entfernen wir auf beiden Seiten die Flügel am zweiten Gelenk. Da wir unter der Haut füllen wollen, müssen wir mit der Brust beginnen. Beim Rückgrat schneiden wir einmal ein und schneiden mit der Messerspitze vorsichtig am Rücken des Huhns entlang. Beim Gelenk schneiden wir einmal durch. Und jetzt achten wir darauf, dass wir hier möglichst viel Haut mitbekommen. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Jetzt entfernen wir die Keulen. Wir schneiden hier einmal ein, brechen aus und schneiden dann die Keule ab. Selbe auf der anderen Seite. Wir schneiden ein, brechen aus und legen die Keule ab. Die Hühnerkarkassen heben wir aus. Aus denen machen wir später eine Hühnersuppe. Die Hühnerbrüste sind so im Prinzip fertig hergerichtet, die können wir schon bereitstellen. Die Hühnerkeulen müssen wir noch von den Knochen befreien. Hierzu schneiden wir am Knochen rundherum entlang und schneiden vorsichtig am Knochen entlang. Unter dem Knochenfaden und am Gelenk durchschneiden. Dasselbe machen wir jetzt mit der anderen Keule. Am Gelenk durchschneiden Geflügel arbeiten, ist es ganz besonders wichtig, dass wir danach die Arbeitsflächen gründlich reinigen und desinfizieren. Die gereinigte Arbeitsfläche wird mit einem schnellen Desinfektionsmittel eingesprüht. Nach ungefähr 20 Sekunden wischen wir alles mit einem Küchentuch trocken. Wir können schon weiterarbeiten. Die Semmeln schneiden wir würfelig zusammen.
Zwiebel feinwürfelig schneiden. Petersilie fein hacken. Petersilie zu den Semmeln dazugeben. Zwiebel in zerlassener Butter etwas anschwitzen. Jetzt den schön glasigen Zwiebel dazugeben, das Majoran, Salz, frisch gemahlener Pfeffer, und Muskatnuss. Alles jetzt einmal gut vermengen. Ich fange da immer mit dem Kochlöffel an und mache das dann mit der Hand weiter. Jetzt kommt noch ein schwaches Achtel Milch oder Gemüsefond dazu. Die Herstellung von Alfs Gemüsefond gibt es in einem anderen Video. Alles noch einmal gut durchmischen und 20 Minuten stehen lassen. Um gut unter die Brusthaut füllen zu können, verwenden wir einen Dressierbeutel. Man kann aber auch einen normalen Tiefkühlbeutel verwenden, indem man an einer Ecke eine Spitze abschneidet. Den Dressierbeutel füllen wir ungefähr zur Hälfte mit unserer Semmelmasse. Jetzt drehen wir den Beutel gut ein und entfernen die Spitze. Mit dem Finger lösen wir ein bisschen die Haut von der Brust. Jetzt können wir vorsichtig die Semmelmasse unter die Brust drücken. Die ausgelösten Hühnerkeulen werden leicht plattiert. Semmelmasse auf eine Seite schön verteilen. Einrollen. Und mit einem kochfesten Spagat binden. Jetzt beide Seiten salzen. Pfeffer.
Paprikapulver. Und Majoran. Jetzt im heißen Fett zuerst mit der Hautseite anbraten. Umdrehen. Und jetzt ungefähr für 20 Minuten in das Backrohr. Für die Soße. Leicht stauben. Dieses Wasser aufgießen, in dem Fall ist es ungefähr ein Viertel Liter. Kochen lassen, noch einmal abschmecken und in der Soße ist eben fertig.